Auch wenn wir die Sims-Reihe lieben und dieses schon ewig existiert, führen viele Aspekte von The Sims 4 oft zu Diskussionen und Uneinigkeit. Das Spiel hat aus meiner Sicht eine Problematik, über die ich in diesem Video ausführlich sprechen möchte. The Sims 4 hat aktuell aus meiner Sicht ein relativ großes Problem, was sich auch gar nicht so leicht lösen lässt, welches mir jetzt besonders bei der frisch erschienenen Pferderanch-Erweiterung so ein bisschen aufgefallen ist. Und ich habe in diesem Video mal so ein paar Gründe und Erklärungen zusammengesucht, warum dieses Problem überhaupt existiert. Vielleicht hat der ein oder andere von euch diesen Aspekt ebenfalls schon so ein bisschen in letzter Zeit oder auch schon längerfristig beobachtet, aber ich habe das Gefühl, die Sims-Packs werden leider gerade in jüngster Zeit besonders schnell vergessen. Manchmal ist die Zeit zwischen Ankündigung und Veröffentlichung wirklich extrem kurz. Das Pack wird angekündigt, es kommen ein paar Trailer, es erscheint dann irgendwann. Wir spielen damit, wir haben Spaß. Aber irgendwie gehen die einzelnen Packs dann doch relativ schnell unter, habe ich zumindest in letzter Zeit das Gefühl. Wenn wir uns mal so ein bisschen in die Zeit von 2015 zurückerinnern wollen, wo The Sims 4 noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, kann man ja schon fast sagen, gesteckt hat. Da war es ja so, dass beispielsweise zwischen der Ankündigung der Zeit für Freunde-Erweiterung und dann dem wirklichen Release ganze 4 Monate plus eine Verschiebung noch mit drin waren. Und wenn wir das jetzt mal mit den neueren Packs vergleichen, mit den neueren Erweiterungen, da ist es ja so, dass da nur 1 Monat dazwischen liegt. Das finde ich tatsächlich auch einen ganz interessanten Fakt. Es ist mir auch auf Twitter besonders aufgefallen. Da ist es ja normalerweise so, dass viele Simmer dann noch so kleinere Details, lustige Spielefeatures, die man gar nicht so auf dem Schirm hat oder sonst irgendwas postet, auch noch oft mehrere Wochen wirklich nach dem Release. Und jetzt gerade bei Pferderanch und auch schon so bei Zusammenwachsen. Und ich würde fast sogar sagen, bei Highschool-Jahre war es irgendwie so, dass dieser Effekt irgendwie ausgeblieben ist. Aus meinem Bauchgefühl wirkt es wirklich so, als würden sich die Leute gar nicht mehr so lange mit den einzelnen Packs beschäftigen. Und das ist natürlich auch super schade und killt dann natürlich auch so ein bisschen den Spaß an The Sims 4, wenn die einzelnen Packs immer nur sehr kurzfristig dann doch Laune machen. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, der da auf jeden Fall mit reinspielt und vielleicht sogar fast der wichtigste Aspekt auf dieser Liste ist, ist für mich auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, dass die Packs in The Sims 4 auch gerade im Vergleich zu The Sims 3 oft einfach wirklich nicht so groß sind. Da bekomme ich natürlich von euch immer ganz fleißig Feedback. Das habe ich auch von euch so wahrgenommen und sehe ich persönlich auch leider oft in vielen Fällen genauso. Gerade jetzt das jüngste Beispiel so ein bisschen mit Pferderanch meiner Meinung nach. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein The Sims 4 Pack manchmal so in mehreren Stunden irgendwie schon durchgespielt hat und viele Details bzw. Aspekte dann einfach schon gesehen hat. Natürlich, es gibt immer noch so ein paar kleinere Details, die da so versteckt wurden, die man erst, wenn man das Pack wirklich dann auch irgendwie mal liegen lässt und dann irgendwann nach einem halben Jahr nochmal damit anfängt, dann bemerkt. Aber so insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass gerade auch im Vergleich zu den Vorgängern die Zeit, die man mit einem einzelnen Pack so verbringt, irgendwie deutlich geschrumpft ist. Da gibt es auch ein sehr prominentes Beispiel, so ein bisschen mit Strangerville. Da haben die Entwickler im Vorhinein gemeint, dass dieses Pack ungefähr 2 bis 5 Stunden Spielspaß bzw. Gameplay bietet. Die Story ist dann ungefähr so lang. Und das ist natürlich auch so ein bisschen traurig, weil 2 Stunden jetzt von der Spielezeit nicht so mega lang sind. Also klar, ein Gameplay-Pack kostet ja auch nur in Anführungsstrichen 20 Euro. Das heißt dann ja eigentlich übersetzt, dass so ein Gameplay-Pack ungefähr die Hälfte des Umfangs von so einer Erweiterung haben sollte. Und da ist es ja auch oft in The Sims 4 so, dass die Grenzen da manchmal so ein bisschen verschwimmen. Es gibt da so Erweiterungen, ich glaube Inselleben ist ein ganz gutes Beispiel, die irgendwie im Vergleich zu den anderen Erweiterungen besonders wenig Gameplay bieten. Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt Gameplay-Packs, die super viel Umfang im Vergleich haben und dann einfach die Grenzen zwischen einer Erweiterung und einem Gameplay-Pack fast so ein bisschen verschwimmen. Ich glaube, das war in The Sims 3 und allgemein auch in den Vorgängern viel klarer getrennt. Das ist tatsächlich ganz spannend. Oft ist es halt in The Sims 4 meiner Meinung nach so, dass die Packs irgendwie eher weniger Langzeitspielspaß bieten. Das ist ja das, was ich auch oft in den Videos kritisiere. Es ist halt gefühlt oft so, dass es so 1, 2 gut ausgearbeitete Features gibt, die dann auch ein bisschen größer sind. Aber abgesehen davon sind es oft wenig kleinere, andere neue Features, die das Spiel dann auch in anderen Bereichen so ein bisschen erweitern.
Das war halt in The Sims 3 wirklich besser gelöst. Da gab es auch, abgesehen von den Hauptsachen, die auch groß in den Trailern angepriesen wurden, viele kleine lustige Minimissionen und so weiter und andere Features, die dann irgendwie das Spiel so ein bisschen vorangebracht haben. Das fällt dann auch, finde ich, bei den Bestreben besonders auf. In The Sims 3 auch wirklich langfristige Ziele, bei denen man quasi seinen Sim so ein bisschen von Anfang bzw. Geburt bis zum Ende begleiten muss, damit man dieses Ziel überhaupt irgendwie schaffen kann. Und in The Sims 4 im Vergleich ist es dann halt so, dass die Bestreben gerade ja jetzt in den letzten Packs irgendwie so ein bisschen als Tutorials missbraucht werden, sage ich mal. Und dann einfach die einzelnen Punkte der Bestreben so klein sind, dass man die in wenigen Minuten abhandeln kann. Und sich das dann wirklich einfach so ein bisschen anfühlt, als wollten die Entwickler einem damit zeigen, was in so einer Erweiterung möglich ist, beziehungsweise was die Themen sind. Aber ich finde, das sollte wirklich nicht der Fokus der Bestreben sein. In The Sims 3 halt klar eine Herausforderung, mit der man mit seinen Sims quasi ja, sein ganzes Leben beschäftigt ist. In The Sims 4 hingegen halt irgendwie einfach so eine kleinere Randbeschäftigung, sage ich mal. Ein bisschen schade. Bei dem zweiten Problem, was ich so ein bisschen gefunden habe, muss ich mir vielleicht auch selber so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Aus meinem Empfinden ist es nämlich so, dass es in The Sims 4 wirklich sehr oft News gibt. Also auch von der Frequenz gibt es oft Monate, in denen jede Woche irgendwas Neues bei den Sims passiert. Da berichte ich natürlich immer ganz fleißig drüber. Und deswegen haben oft auch News bzw. auch neue Packs gar nicht so die Zeit, diesen Hype aufzubauen und dann auch längerfristig irgendwie interessant zu bleiben, wenn es dann halt schon direkt die nächste News gibt. Dann sind es ja auch oft nicht nur die Sachen, die die Entwickler offiziell teilen, sondern auch kleinere Leaks, kleinere Gerüchte, über die ich dann spreche. Wenn das Pack dann halt vielleicht ein bisschen kleiner ist, einen nicht so arg abholt oder interessiert, dann ist man natürlich schon dazu geneigt, einfach so ein bisschen direkt mit dem nächsten Pack, was dann schon vielleicht geleakt oder angekündigt wurde, dann weiterzumachen. Wenn ich mir überlege, zum Beispiel meine Hochzeitsgeschichten, war ja wirklich ein Pack, was katastrophal gestartet ist, sich nie von diesem katastrophalen Image verabschieden konnte. Es hatte nicht so viel Gameplay und dann ging dieses Pack aus meinem Empfinden sehr schnell unter. Es hat plötzlich niemanden mehr interessiert. Dann kam ein halbes Jahr später ungefähr Werwölfe, ein bisschen ausgereifter, ein bisschen größer, eine neue Kreatur. Und da habe ich dann das Gefühl, dass die Leute über so ein Gameplay-Pack, was besser angekommen ist, mehr sprechen als über meine Hochzeitsgeschichten. Ein schlechtes bzw. unausgereiftes Pack scheint also schon in dem Moment sehr zu polarisieren. Die Sims-Community und die Creator reden darüber. Wir sind natürlich genervt und aufgebracht. Aber dann, wenn das Pack rauskommt, ist es dann ganz schnell uninteressant. Man kann also sagen, wenn irgendwas wirklich sehr negativ im Gespräch ist, heißt es dann nicht automatisch, dass man dieses Pack längerfristig in Erinnerung behält, sondern das sind dann halt eher wirklich die guten Packs. Für die Entwickler bedeutet das also, wenn sie eher so ein bisschen Langzeitspielspaß schaffen wollen, weniger Packs, dafür aber umso besser. Da habe ich auch von euch ganz viele Kommentare bekommen, dass ihr euch das so wünschen würdet. Auch wenn ich, sagen wir mal, jetzt ein bisschen pessimistisch denke, dass das nicht passieren wird. Die Entwickler sehen, okay, also unsere Verkaufszahlen sind genauso gut wie beim letzten Pack, wo wir vielleicht sogar mehr Zeit reingesteckt haben, dann können wir das doch in Zukunft auch so machen. Wir sind quasi als Community die Leute, die theoretisch EA den Ton vorgeben kann. Wenn wir zu wenig die Packs kaufen, werden sie auch in der Art und Weise nicht produziert. Eigentlich recht einfach. Und das dritte Problem, was ich in diesem Video so ein bisschen ansprechen wollte, wir können es ganz klar sagen, The Sims 4 wird alt. Wenn wir uns das jetzt mal überlegen, The Sims 4 wurde 2013 vorgestellt, 2014 veröffentlicht. Im Jahr 2014 war ich einfach 13 Jahre alt, da war ich noch in der Schule. Man kann also sagen, diese Anfangszeit war fast ein kompletter Lebensabschnitt. Bei euch vermutlich auch. Da war halt noch alles neu und aufregend. Wir kannten die ganzen Spielprinzipien und so nicht so gut. Das war ja auch noch so ein bisschen die Zeit, wo die Entwickler sehr versucht haben, alte Features aus den Vorgängern wiederherzustellen, die es ja am Anfang von The Sims 4 nicht alle leider gab. Und da war es dann halt auch noch so, dass mit jedem Erweiterungspack oder auch Gameplay-Pack wirklich große, fundamentale Dinge ins Spiel gekommen sind. Wenn wir jetzt mal geistig so ein bisschen in die Vergangenheit reisen, Outdoor-Leben hat dieses Prinzip von Urlaub ins Spiel gebracht, an die Arbeit, die Geschäfte und ja, dieses Arbeitsprinzip, dann Zeit für Freunde hatte das Gruppensystem.
die Clubs und viele Gameplay-Objekte, Großstadtleben-Festivals. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jedes Pack hatte so seine einzigartigen Features. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist es ja so, dass sich auch häufig Features überschneiden und die Entwickler mittlerweile jetzt schon so weit sind, dass die Features auch recyceln können, was sie ja gerne mal tun. Wir sind jetzt auch mittlerweile fast an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich die, sagen wir mal, größten Themen, Themengebiete und Gameplay-Features auch aus den Vorgängern und neue Features jetzt einfach im Spiel haben. Klar, es gibt immer noch sowas wie Autos oder offene Welt oder so, was natürlich das Spiel nochmal komplett revolutionieren würde, sag ich mal. Aber an sich ist es jetzt mittlerweile so, dass die Entwickler mit den Packs das Rad einfach nicht mehr neu erfinden, so wie es halt am Anfang von The Sims 4 der Fall war. Und das ist dann natürlich auch so ein Grund, warum wir gerade diesen Langzeitspielspaß, den wir vielleicht noch am Anfang so ein bisschen hatten, wo wir sehnsüchtig dann auf die großen Features gewartet haben, die jetzt halt mittlerweile da sind, einfach nicht mehr so haben. Wenn die Entwickler halt Sets rausbringen, die neue Objekte beinhalten, dann bringt das Spiel nicht wirklich voran. Das ist halt auch so ein Grund, warum ich mich mittlerweile wirklich sehr auf The Sims 5 freue. Es dauert ja noch eine ganze Weile. The Sims 4 geht jetzt langsam so in seine Endphase über, will ich sagen. Ich weiß, dass es viele von euch anders sehen, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder auf dieses Gefühl, was ich am Anfang hatte. So, man hat erste Trailer gesehen, jede Szene hat irgendwie was krass Neues gezeigt, was man noch nie gesehen hat. Und man ist so gespannt, wie das alles funktioniert. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht ganz anders seht. Habt ihr immer noch dieses anfängliche Gefühl oder hat sich das bei euch mittlerweile auch so ein bisschen, ja, verflogen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.